Hey FIFA-Freunde, was geht ab und willkommen hier zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Ich möchte eigentlich heute keine Challenge oder etwas anderes machen, sondern ich möchte einfach mal ein bisschen Real Talk machen, gerade was das Thema EM betrifft. Denn ja, also ich finde, dass die EM einfach mega schwach ist dieses Jahr. Und ich glaube auch zu wissen, woran das liegt, denn dadurch, dass die UEFA, also jetzt sind wir kurz im Angriff hier, okay, Eckball. Dadurch, dass die UEFA halt gesagt hat, yo, wir spielen dieses Jahr mit 24 Teams und die besten zwei Dritten, die kommen halt auch weiter. Und ich glaube, dass da auch gerade auch da der Knackpunkt liegt, denn dadurch, dass jetzt mehrere Leute die Chance haben, weiterzukommen, stehen sie halt auch etwas tiefer immer drin und spielen quasi immer taktischer. Also wenn man sich mal anschaut, wie die einzelnen Teams mittlerweile spielen, das ist ja schon, das grenzt ja schon fast an... Also haben die Italiener schon immer gespielt. Das ist ja schon richtig Catenaccio, wenn du mit fünf Verteidigern auf dem Platz stehst und dann sogar noch zwei Sechser oder so. Also teilweise sieht es für mich aus, als würde es eine Neunerkette hinten drin stehen und das lässt natürlich auch keinen Spielfluss zu. Und das ist natürlich auch bezeichnend dafür, dass, dass es dieses Jahr in der Europameisterschaft die Europameisterschaft ist mit... also auch wenigen Toren und dass die meisten Teams mittlerweile irgendwie die Spiele immer in den letzten Minuten gewinnen. Das ist natürlich auch bezeichnend dafür. Wenn du so ein Spielsystem spielst mit so vielen Verteidigern und die ganze Zeit hinten drin stehst und kaum Ballbesitz hast, läufst du natürlich richtig, richtig viel und da ist das Tor! Oh nein! Läufst du natürlich richtig, richtig viel und das kostet dich Kraft, Kondition und du kannst dich im Endeffekt, was daraus schießt, wenn du keine Kondition hast am Ende, hast du auch keine Konzentration mehr. Das ist natürlich ganz klar. Dadurch passieren meiner Meinung nach auch viele Tore in den letzten Schlussminuten und ja, dadurch, dass da einfach, das kostet halt Kraft und ja, also das ist so, ich verstehe nicht, warum man gesagt hat, yo, man braucht jetzt unbedingt mehrere Teams. Natürlich ist das schön auch für Teams, für kleinere Teams wie Nordirland, auch andere Mannschaften wie Ungarn, die sich dadurch dann auch qualifizieren können und da auch größere Chancen haben. Ich finde es schade und ich hoffe einfach, dass jetzt die nächsten, die jetzt sind da die letzten Gruppenspiele, also die dritten Gruppenspiele sind ja ab heute da. Heute wird Frankreich auf Schweiz treffen. Auf dem Papier, Leute, richtig geiles Match. Und das habe ich jetzt zu so vielen Spielen gesagt und ich wurde immer wieder enttäuscht. Also ich glaube, das beste Spiel der Europameisterschaft, was ich bis jetzt gesehen habe, war meiner Meinung nach Spanien gegen die Türkei. Und ja, also wenn ihr da andere Meinung seid, dann schreibt es mir mal gerne in die Kommentare. Das ist jetzt wirklich nur von mir gesagt. So, Hazard steht da oben. Ah, was für ein schlechter Schuss. Also das könnt ihr mir mal gerne in die Kommentare schreiben. Ich bin da echt gespannt und ich möchte mit euch einfach mal diskutieren, was ihr dazu sagt. Und wenn man sich mal die anderen Europameisterschaften anguckt, also das ist jetzt auch nicht meine erste Europameisterschaft. Ich würde mal sagen, die erste, die ich wirklich mit Verstand gesehen habe, das war die von 2000. Ja, wenn man sich dann mal anschaut, was... Gut gemacht. Wenn man sich dann mal anschaut, was all die Jahre passiert. Also es gab immer in jeder Europameisterschaft... die es gab, oder auch Weltmeisterschaften ist ja jetzt total Latte, gab es immer eine Mannschaft, die irgendeine neue taktische Revolution hervorgebracht hat. Sei es jetzt die Spanier, die dadurch, dass das Tiki-Taka viel Ball besitzt und so, da sehe ich dieses Jahr auch keine Mannschaft. Also das ist ja alles wie 1980, so von wegen, ey, steh hinten sicher, krieg kein Tor, spiel den Ball nach vorne und hoffe, dass mein Stürmer da irgendwas draus macht. Da kann aber nichts draus gemacht werden, denn wenn da 6, 7 Verteidiger vor dir stehen und du bist als einziger Stürmer, ja, was willst du denn da machen? Ja, da brauchst du ja so einen Ibrahimovic teilweise, aber selbst der kriegt ja nichts hin in der Europameisterschaft. Ja, also da ist, das ist für mich so richtig langweilig anzuschauen, sowohl spielerisch als auch taktisch, weil das hat man, ohne Witz, das hat man früher gespielt. Ah, den hat der Neuer. Das hat man früher mal gespielt. Als man noch nicht so versiert war, also noch nicht spielerisch so Spieler hatte, wie heutzutage. So, jetzt aber. Das gibt's doch nicht. Für mich sind ja immer noch die Favoriten, die Spanier, die Deutschen. Die Belgier haben mich enttäuscht, obwohl sie jetzt 3 Punkte haben. Die Deutschen haben sich auch richtig schwer getan.
auch ein 0-0 gegen Polen. Ich hoffe einfach, dass du dadurch, dass jetzt bald die K.O.-Spiele anstehen, dass die Spiele einfach, ja, da kannst du dich nicht hinten reinstellen. Und das, glaube ich, wird auch keiner machen. Weil du musst ja Tore schießen. Du kannst ja auch nicht darauf hoffen, so, yo, ich stelle mich die ganze Zeit hinten rein. Aber das werden definitiv auch Mannschaften machen. Gerade auch die kleineren, wenn sie es dann schaffen, in die K.O.-Phase zu kommen. Werden sie sich natürlich auch hinten reinstellen. Aber ich bin da echt mal gespannt. Meiner Meinung nach kann es nur besser werden. So, die Flanke ist gut. Ah, schon wieder neuer. Ich habe bis jetzt, ohne Witz, ich glaube, fast jedes Spiel gesehen, ja. Aber, ey, ganz ehrlich, ich sitze dann hier teilweise und denke mir so, boah, ey, das guckst du dir jetzt an, das Spiel. Das guckst du dir jetzt echt an. Und dann steht es da bis zur 88.00. Und dann eigentlich, dann reicht es dir ja, wenn du zur 88. einschaltest und da, weil du weißt, ey, da fallen bestimmt gleich Tore, weil die Mannschaft gleich kaputt ist. Das reicht ja dann einzuschalten, weil da wird es ja richtig spannend. Könnt mir auch gerne mal da reinschreiben, wer für euch einfach gerade die beste Mannschaft der EM ist. Bis jetzt hat sich da auch für mich noch keiner rauskristallisiert, wer wirklich da gewinnen sollte. Auch deutsche Mannschaft, das könnt ihr mir nicht erzählen. Ich bin natürlich auch für Deutschland, keine Frage. Aber ihr könnt mir nicht erzählen, dass die deutsche Mannschaft sich da schon gefunden hat. Auch gerade was die Taktik betrifft. Oh, was spiele ich denn hier? Weil der Löw weiß immer nicht, wen er vorne reinstellen soll. Ich bin gespannt, wer am Dienstag spielt. Also da kann eigentlich nur Mario Gomez, auch gerade beim Spielsystem, was die Nordiren spielen. Weil die stellen sich komplett hinten rein. Die stehen mit 11 Mann in der eigenen Hälfte. Und da brauchst du einfach vorne auch mal einen Brecher, der auch mal seinen Körper überall reinstellen kann. Und gerade auch das Kopfballspiel, weil die Nordiren sind auch richtig kopfballstark. Komm, Aubameyang, komm dran, Junge. Jawohl. Das gibt es doch nicht. Das gibt es doch nicht. So, jetzt haben wir mal die Chance mit Patrick Herrmann hier vorne. Aber dann schießt er so eine Flanke, Alter. Junge! Also ganz ehrlich, ich rede ja so ein bisschen über die Europameisterschaft, aber das Spiel läuft ja gerade genauso. Komm, jetzt machen wir auch mal in den letzten Minuten hier ein Tor. Komm, André Hahn, du bist viel schneller. Oh, schneller müde bist du. Oh, schöner Seitenwechsel auf Schmelle. Hermann, wunderbar. Nein! Das Spiel ist aus, meine Damen und Herren. 0-0. Ja, ey, ich habe das Thema angesprochen und konnte es euch perfekt zeigen hier an meinem Spiel. Das ist doch wunderbar, liebe Leute. So kommt mir das auch bei den meisten Spielen vor. Nur da fällt halt immer ein Tor in den letzten Minuten. 0-0. Alter Schwede, richtig kacke. Ja, aber das war halt echt nur so ein Real Talk-Video. Hab mich mehr aufs Reden konzentriert als aufs Spielen. Das war eigentlich meine Meinung zu der EM 2016. Es muss nicht jeder meiner Meinung sein und das wird auch nicht so sein. Aber Leute, ihr könnt es ja mal gerne in die Kommentare schreiben und ich würde mich gerne mit euch darüber unterhalten und zu sehen, ja, wie denn euer Stand der Dinge ist. Ich finde sowas immer mega, mega stark, mit der Community sich darüber zu unterhalten, wie irgendwas ist. Gerade Fußball spielt da einen wichtigen Aspekt. Aus dem Video, jetzt talkt mal ein bisschen in den Kommentaren. Vielen Dank fürs Schauen des Videos und wenn ihr meiner Meinung seid, einfach ein Like da lassen. Und ich würde sagen, wir sehen uns das nächste Mal wieder. Haut rein, FIFA-Freunde, bis dahin. Tschaußen.